Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Regrowth. Ja, ich bin wieder zu meinem Lavasee gelaufen, den ich das letzte Mal gefunden habe. Und ich nehme jetzt diesmal Lava mit. Ich habe mir gedacht, ich laufe schon mal hierher und den lustigen Rückweg machen wir dann wieder zusammen. Falls irgendwas passieren sollte, dürfte oder so weiter. So, das Ding ist voll. Und drin, und 16.000. Das heißt, ich brauche jetzt momentan mir keine Gedanken, um diese Lavapflanze zu machen. Weil ich bin nämlich der Meinung, dass ich sie mir noch nicht leisten kann. So, man sieht jetzt auch schön den Weg. Halt. Dann drücke ich jetzt mal drauf. Und gehe auf den Bearbeitungsmodus. Hab da eine Stecknadel. Setz die mal. Und da steht jetzt Waypoint 0. Und ich schreibe jetzt hin. Lavasee. Lavasee schreibt man zusammen. Sag okay. Ja, das heißt, jetzt, wenn man da so guckt. Hat sich sogar wegen raus cool gemacht. Die Karte wird dann auch vor allem besonders wichtig, wenn ich meine Notes mache. Von Soundcraft. Apropos Soundcraft, da fällt mir was ein. Das werde ich heute auch noch machen. Also ich will auf jeden Fall, wenn es möglich ist, meine Melze in Betrieb nehmen. Also nicht die große, sondern die kleine. Da, wo wir jetzt gerade die Sachen für ordern. Dass wir sozusagen dann ein bisschen mehr schon Material rauskriegen. Weil, soweit ich weiß, ist das, glaube ich, 1,5-fach. Die andere Schmelze ist ja 2-fach. Und wie gesagt, freut euch drauf, wenn das Dragtech-Pack fertig ist. Wie gesagt, ich bin gerade beim komplett überarbeiten. Die Pflanzen werden sehr viel mit Botanien zu züchten sein, sogar Cracktech-Pflanzen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Es kann auch sein, dass ich einfach mal eine Standardtextur einfach verwende. Für jede Pflanze. Dass ich die dann nach und nach euch noch nachreichen werde. Oder natürlich Doc Galaxy oder sonst jemand, der wo mir dabei helfen will, gerne willkommen. Dass wir dann sozusagen das weiterkriegen. So, ich habe hier noch eine Empty Map. Ah, man sieht jetzt zum Beispiel hier, da ist schon einiges drin. Ich weiß auch nicht, ob das da mehrere Seiten gibt. Leider ist bei mir hier die Map total nicht. Also die GUI stimmt überhaupt nicht überein. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal meinen Fluid Tank. So. Jetzt kann ich mal gucken, ob das so stimmt. Oder ob ich das total falsch im Kopf habe. Crucible Furnace ist schon mal fertig. Dafür braucht man auch zwei und diesen Tank. Okay. Aber. Bauen wir nochmal ab. Aha, ich kann nicht abbauen. Nein! Oh, verdammt! Falsche Picke. Naja. Kann ja dann immer noch verlegen. So. Okay, das heißt jetzt, ich brauche diese Blöcke. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal Clay. Da habe ich ihn. So, ich habe gesagt, ich brauche für den einen brauche ich 5. So, 2 davon habe ich. Das heißt, ich brauche 3. Und von den anderen brauche ich 8. So, das heißt 11. Ich gehe auf 16. Zack. So,
So, in der Zeit, wo der durchbrennt, kann ich mal gucken, wie es meiner Kohlepflanze geht. Ah, die ist schon wieder schön gewachsen. So, kriege ich ja mittlerweile zwei raus. Ich glaube, wenn ich bei 8 bin, kriege ich 3. Ich weiß jetzt, dass die noch nicht bei 8 ist. 6, 4, 6. Also das heißt, wenn wieder eine 7, 7, 4, 7. Am liebsten wäre mir eine 7, eine 6, 6, 6. Bin ich ganz ehrlich. Eine 7, 4, 5. Eine 7, 4, 5. Nein, die kann ich gleich wegschmeißen. Die ist sogar um einen schlechter geworden. Beziehungsweise ich sehe gerade, das ist dieselbe wie die andere. Nee. Und das ist eine 856. So, die kann ich abreißen. Die ist nämlich genau um eine Stufe besser als die davor. Okay, das heißt, es gibt erst bei 9 3. Mal gut zu wissen. Bei 10 gibt es 4. Ach nee, Schmarrn. Ja, ich rede Blödsinn. 7, 5, 6 ist das. Ist auch um 2 besser. Ja. Ich habe wieder die Idiotie. Gain ist ja das mittlere. Das sind wir jetzt erst bei 5, bei beiden. Wir sind beim Wachstum bei 8. Ist aber mir mittlerweile wichtiger, dass erstmal der Wachstum nach oben steigt, als das, was rauskommt. So, wir haben wieder unsere Biene. Kohle haben wir noch leider keine. Sechs Stück hätte ich schon wieder. Also wie gesagt, das wird auf jeden Fall, das mittlerweile wird es dann richtig, richtig anstrengend, dann, wenn man die ganzen Felder ernten muss. Oh, ich habe sogar 8. Das ist schon mal gut. Ich habe wieder 12 Kohle zusammen. Die packe ich auch gleich weg. So. Dann nehme ich jetzt mein Eimerchen. Pack mal. Da ein bisschen Lava rein. So. Dann heißt es jetzt für mich 1. Man kann gleich 2 reinlegen. Cool. Dass man so alles rausfindet. Wenn es natürlich gleich 4 werden. Cool. 1, 2, 3. Sind weitaus mehr jetzt drin. Geilometer. So, ich habe schon mal 5. So hin, das heißt, ich habe jetzt den Ingot Caster. So, und jetzt muss ich mal in das dieses Büchlein gucken. Da steht doch bestimmt dort, wie man das aufbauen muss. The Ingot Caster simply takes molten metals and the cast them to ingots. The biome will affect the speed at which it cools. It can cool up to 4 ingots worth at a time. Landel. The landel can be used to move liquid from
your crucible furnace to the ingot caster. If you do not place the caster next to the furnace, simple shift and click OK. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das hier so funktioniert. Ich werde das mal jetzt hier hin stellen. So, 3 habe ich drin. So, jetzt ziehe ich die mal raus. Das heißt 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal raus. So. 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ich habe jetzt 5 Stück drin. Das heißt, ich brauche nochmal 1, 2, 3 Eimer Lava. Dann habe ich jetzt auch gleich diese schöne Aufgabe erledigt, die in diesem Büchlein steht. Blockcaster, ja, der ist nicht mal so wichtig, aber man braucht ihn halt. Komm, hau drauf. Der letzte. Jawohl, ich habe meine 8. Wieder dunkel, aber ins Bett. Ich muss bei meiner Kohle vorbeigucken. Das. Was? Monster nearby? Nämlich verrollen? Wollen mich verarschen. Was soll denn hier denn Monster sein? Ah, ich ziehe schon um. Geh jetzt erstmal hier hin. Meine Zimmerchen muss ich ja da hinten, will ich ja da hinten irgendwann rein klatschen. Da hinten. Muss ich auch noch machen. Mann. So viel zu tun. So wenig Zeit. So. Und ich kann meinen Reward nicht claimen, weil ich zu wenig Platz habe. Okay. Hat nämlich gerade gesehen, ich krieg 4 Eimer Lava. Das heißt, 2 Eimer Lava werde ich jetzt schon mal auf die Seite packen. Aber die brauche ich nämlich für die Runen. Oder für den Seed. So, und zwar Rune of Fire. Nein, dafür brauche ich keine Ding. Brauche ich Nether Brick. Juhu. Das heißt, ich muss jetzt demnächst auch in Nether. Na toll. Netherrack. Ohne Herz habe ich noch überhaupt keins gesehen. So, das heißt jetzt aber, ich nehme jetzt mal die Lava. Gib sie mal da rein. Gleich beide Eimer. Egal. So, und jetzt gehe ich mal und wie viele Steine habe ich denn? Nicht viele.
Okay, aber das Ding erwärmt sich auf. Und momentan heißt es für mich einfach nur noch, genau, Zerid Bricks machen. Auch 8 Stück. Dafür brauche ich nämlich diesen Ofen hier. Und wie gesagt, ne? Also man guckt sich ja immer gern andere Packs an. Und wenn man andere Ideen gut findet, dann wird man die übernehmen. Weiß gemein. Okay, dann schauen wir mal wieder bei meiner Kohle vorbei. Momentan ist mir das wurscht, dass die auswachsen. Weil jetzt geht es nämlich darum, dass ich die nach oben kriege. 7, 5, 6. Neun, sechs, sieben und 9, 5, 6. 9, 5, 6. Das heißt, die wäre eine besser. 9, 5, 6. Die wäre zwei besser. Okay. Und 5, 6. So, das heißt jetzt aber diese Pflanze 9, 6, 7. 9, 6, 7. Auch um eins besser als die. Vielleicht wird sogar noch mal eine besser. Mal gucken. 8, 5, 7. Sehr schön, da habe ich sogar zweimal jetzt dieselbe. Soweit so fertig. Haha, ich muss nicht in den Nether. Ja, wobei ich vermute schon. Ich muss jetzt erstmal ein Frame machen. Das heißt, ich brauche Obsidian. Ah, cool. Ich kann im Fett kann ich die machen. Zwar Wasser und Lava zum Verhältnis 1 zu 1. Gut zu wissen. Cool. So, und ich sehe gerade, Seared Stone habe ich schon mal 108 drin. 144. Was ich hier noch alles machen kann, keine Ahnung. So, drücken wir mal O, was hier steht. Low, the block will work unless given a signal. Auto-eject disabled. Auto-eject. Oh, ich vermute, als erstes, der muss weg. So, jetzt können wir jetzt gleich wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Okay, er ist zu weit unten. Das heißt, er muss nebendran. Das ist das, was ich vermutet habe. Aber da steht das sowieso blöd.
Der Boden muss auch noch rausgerupft werden, da hinten muss noch eine Wand rein. Ja. Viel zu tun, viel zu tun. Oh. Aber ich habe meine ersten 4 Cereal Bricks, Leute. Und wir fangen klein an. Als erstes brauche ich ein Storage Faucet. Ich bin ja schon mal zufrieden, dass ich den abbauen konnte. Okay. Der jetzt Auto eject oder nicht? Ich glaube ja. Decke abreißen. Ja. Er Auto eject. Das ist sehr schön. Ja, man sieht's, man kann ja auch drauf gucken. Mittlerweile sind 80 Millibacke drin, 81. Das heißt, jetzt kommt die Flüssigkeit von dem da drüben sofort rüber. Lass doch gleich wieder was machen. Und irgendwann ist der voll und dann kriege ich auch meine Bricks raus. Juhu, wir haben wieder was, wo ich warten kann. Ich muss halt immer wieder vorbeikommen. Selbes Spiel auch mit den anderen Sachen. So, und zwar, jetzt wollte ich doch mal gucken, und zwar, ich brauche für dich, brauche ich Slate, Floral, Light Gray und Weak Essence. Ja, das heißt, lass das mal das ganze Kaffee da wieder wegräumen. So, und dann habe ich, glaube ich, hier das da reingeworfen. Ja. Nee, nochmal zurück. Denn ich brauche auch noch aus der Abteilung das da und das da. Da nehme ich auch noch was mit. Ja, ich könnte mir jetzt einen Cobblestone-Generator machen, wo ich mir selber die Kabels schlag. Okay, aber das werde ich bestimmt nicht tun. Wird schon wieder dunkel. Jetzt noch die Felder hier fertig. So weit muss es nicht gehen. Das heißt, ich kann es abschlagen. Das kann ich auch schaufeln. Habe ich schon mal 17. Brauche noch 2. Beziehungsweise die ganzen Drops aufstellen. Ich fürchte sowieso, dass mir die nicht reichen. Sie reichen, cool.
So. Habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier Mystical Grey Flower. Ah, ich habe meinen Cutter sowieso nicht dabei, alles klar. Ich ins Bett marschieren. Dass es da hinten steht. Kann ich noch mal gucken? Ist ja schön, dass das auch noch ein Tank da ist. Hat er. 567. Ja, die 7 warte ich noch. Vier, drei, komm schon, zwei, eins. Vor allem dann weiß ich, wie wir das rauskommen. Und null. So. Jetzt wird es eine Zeit lang dauern, bis das alles sich abkühlt. Haben wir ja vorhin im Buch gelesen, und zwar hat was mit dem Biom zu tun. Okay, wir sind jetzt in einem Biom, glaub, wo es ziemlich warm ist. Weiß ich gar nicht. Sieht man das in dem Beehaus? Kann ich mal schnell gucken gehen. In was für einem Art Biom das mir sind? Hot und arid, also das heißt, es ist heiß und trocken. Ja, was ja auch irgendwie logisch ist. Es wäre noch cool, wenn es eine Möglichkeit geben würde, wirklich Biome sich zu ändern. Dass man sagen kann, okay, man hat jetzt das und das erledigt und jetzt verwandelt sich das Biom in was andersrum. So, und der sind fertig und 6 Stück rausbekommen. Erstmal. Heißt normalerweise, je kälter, ich bin eigentlich der Meinung, je kälter das es sein sollte, umso ja, schneller müsste es gehen, abkühlen. Dann habe ich jetzt hier eigentlich den Controller, aber der Tank ist wichtiger. Habe ich den jetzt auch schon mal, und ich kann in meinem Büchlein mal nachgucken. Er hat nicht erkannt, dass ich sie hatte. Ist? Okay. Das heißt, ich muss wirklich 8 Stück haben. Ich hab 7. Alter. Okay. Mehr und rein. Ja, ich muss sowieso Cigarette Bricks herstellen. In großer. Ah, und ihr merkt gerade, jetzt ist der Ofen langsam auf einer Geschwindigkeit, er wird schneller. Wie gesagt, das Problem ist, sobald die Lava einmal durchgelaufen ist, ist das Thema durch. Und da ich ja hier auf dem Server spiele, heißt es, ich muss das wirklich volle Knecke durchziehen.
dass das ja sich ziemlich schnell erledigt. Komm, hau drauf, bitte. Einen einzigen brauche ich noch. Noch einen. Kann er das Zeug wieder austrocknen? Austrocknen. Ja, genau, es trocknet aus hier. Aushärten. Vor allem, ich hätte dann auch schon den Controller. Habe ich 11. So, das heißt, jetzt muss ich diese Sachen bauen und die werden wir das nächste Mal in Angriff nehmen, dass wir die kleine Schmelze haben. Casting Table, 4 davon, Drain, Controller. Und ich brauche die Toolforge. Hahaha. Okay. So eine Sache muss ich jetzt noch angucken. Und zwar, wie ich an Eisenblöcke rankomme. Okay, ganz einfach. Mit 8 Stück. Sehr schön. Dann weiß ich das auch. Dann werden wir uns bei der nächsten Folge darum bemühen. Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.